Schönen guten Morgen. So, wir haben es 2 Uhr. Ja, ich bin irgendwie so vor einer halben Stunde aus den Federn gekrabbelt. Oh, und jetzt mache ich mich fertig, drin noch Blumen gießen und dann geht's zu Angie, weil heute ist Mittwoch, sie hat einen halben Tag frei. Ja, der Vogel ist in den letzten Kommentaren irgendwie mal unangenehm aufgefallen. Ist mir aber egal, ich mag den Kleinen, soll er doch plärren. Ja, und dann geht's zu Angie. Sie hat, wie gesagt, heute Nachmittag frei und diesen Mittwoch verbringen wir in der Regel zusammen. Nachher hat sie, glaube ich, einmal nur kurz Probe dann für ihr Theaterstück. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich bei ihr sein, auf sie warten, Video schneiden, was man so macht. Gut, heute will ich auch mal versuchen, dass es wieder ein bisschen mehr B-Roll im Video gibt. Kleiner Mann, ja, du kriegst bald deinen eigenen Kanal, wenn du so weitermachst. So, genau. Heute soll es ein bisschen mehr B-Roll geben. Ich habe irgendwie gerade Videos importiert von meinem vorigen Tag und da hatte ich gar nichts. Oh, was ist jetzt los? Frosch im Hals. Frosch im Hals und Vogel im Käfig. Toll. Naja, starten wir in den Tag. Mal sehen, was draus wird. Und schon bin ich wieder frisch. Ja, wieder mit kurzen Ärmeln, beziehungsweise ärmellos. Ich nehme aber dann immer Klamotten mit zur Arbeit, weil ich auf der Arbeit weder mit ärmellos rumlaufen möchte, noch in kurzen Hosen. Deshalb habe ich an solchen Tagen dann Wechselkleidung dabei. Nur mal so als Info. Wobei ich ja sowieso einen Kittel anhabe. Das heißt, das ärmellose T-Shirt würde wahrscheinlich keiner sehen. Aber ich würde mich nicht wohlfühlen. So, und für alle, die sich an diese Brille hier, die ich jetzt gerade aufhabe, nicht so wirklich gewöhnen können, meine zweite Brille ist auch fertig. Und die ist natürlich ein bisschen mehr wie meine alte, altbekannte Brille. Ich zeige sie euch gerade mal. Oh, badam, badam. Achtung. Ja, und wieder eine kräftige Kunststofffassung im Gesicht. Von den Typbrillen natürlich komplett was anderes, aber. Also mir gefallen beide. Ich mag zum einen den Stil, den hatte ich halt jetzt sehr lange, deshalb wollte ich mal was anderes. Und deshalb habe ich sehr viel Spaß mit dieser, naja, etwas, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, altbackenen Brille. Katze, du schmeißt lauter Sachen um. So, naja, also. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Brille euch besser gefällt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das hier ist Brille 1, weil die als erstes fertig war. Und die Kunststoffbrille Brille 2. Ich werde heute beide mitnehmen, weil Angie möchte sie ja auch sehen. Ich mache mich endlich auf den Weg. Es ist ja so krass. Ich bewege mich ja nicht viel gerade, aber ich schwitze wie Hulle. Echt krass. Naja, gut. Jetzt lege ich die Sachen ins Auto und dann geht's rüber. Zum Blumengießen. Oh, schön warm und schön hell. Blumen gegossen und komplett durchgeschwitzt. Und draußen, es wird wolkig und zieht zu. Das wird noch knallen heute. Ich glaube, da gibt es noch Gewitter. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, jetzt schnell ins Auto und ab zu Angie. So, ich bin da. Und ich will es ja nicht beschreien, aber. Ich glaube, es wird noch ein Gewitter geben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir sind bei der Frau, die immer Pakete bekommt. Und heute werden wir den Kratzbaum aufbauen, denke ich. Wahrscheinlich, vielleicht. Boah, was haben wir hier stehen? Zwei dicke Pakete mit Katzenkratzbaum. Ja, wollen wir jetzt mal aufbauen. Die Ecke schon freigeräumt. Und jetzt. Wird das Katzenheim aufgebaut? Naja, habe ich schon mal gemacht, kann so schwer nicht sein.
fertig. Ich würde es mal sagen, erfolgreich. Kätzchen kann kommen. Na, wie war deine Probe? Ja, die war eigentlich gut. Aber? Wir waren halt wieder nicht vollständig. Das ist halt immer so ein bisschen blöd. Das ist ärgerlich. Ja, die eine ist noch im Urlaub. Der andere konnte leider nicht kommen, weil er schon zu betrunken war. Um 5. Hallo? Krass. Mittwochs? Das sind die Rentner. Ja. Das Geile ist aber, ich habe ja so mal gefragt, der macht ja schon ewig mit, ne? Also schon seit, was weiß ich, 20 Jahren. Und der war auch schon zum Heimatspiel selber total voll, aber der kann immer seinen Text. Sowas nenne ich professionell. Ne? Aber gut, wäre schön, wenn er mal kommt. Die meiste Zeit ist er nicht da, weil er in der Kneipe steht halt und nicht mehr los kann. Naja, ansonsten ist es eigentlich ganz gut, für das ich meinen Text noch gar nicht so richtig gelernt habe. Ja, bist, kommst du schon ein bisschen klar damit? Komme ich schon eigentlich ganz gut damit klar, ja. Gut, das Spiel selber ist auch wann nicht ist das so kompliziert. Eigentlich das Ebbelwollfest? Immer ist letzte Wochenende im August. Also das letzte Wochenende im August. Müsst ihr nach Steinheim kommen, dann könnt ihr Angie Theater spielen sehen. Ja, aber immer, diesmal ist es freitags. Normalerweise haben wir immer sonntags gespielt. Diesmal spielen wir quasi zum Festbeginn am Freitag. Aber es ist alles noch ein bisschen kuddelmuddelig. Wir haben keine richtige Bühne dieses Jahr und es gibt noch ein paar Schwierigkeiten. Aber egal, irgendwo werden wir spielen, ganz sicher. Es ist draußen unglaublich schwül. Also auf dem Weg hier jetzt, ich habe gedacht, ich zerfließe. Ja. Sieht auch nicht mehr nach Regen aus. Also vorhin dachte ich mal, es könnte vielleicht mal regnen, aber nichts. Hat sich wieder gefangen. Ja. Na gut, wir werden jetzt gleich essen. Angie hat, glaube ich, gerade Nudeln aufgesetzt. Ja, und dann, Wasser muss noch kochen, dann essen wir erstmal was. Ne? Ja, dann sehen wir mal weiter. Viel wird nicht mehr passieren, aber wir waren ja sehr erfolgreich, weil wir haben ja den Kratzbaum aufgebaut. Ja, das ist ein völlig neuer Look. Ich muss mich da jetzt erstmal dran gewöhnen, weil vorher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurer Bude, wenn man einen neuen Schrank hat oder man räumt irgendwas um, es sieht plötzlich so ganz anders aus. Und hier standen ja vorher 2 Schränke, also die Seite war komplett zu. Und jetzt steht da dieser Kratzbaum und nach hinten ist da jede Menge Platz irgendwie. Es sieht eigentlich viel offener aus jetzt. Ja, wie gesagt, als der Schrank da stand, fand ich es auch scheiße. Musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Naja. Da stand was anderes, aber das geht wahrscheinlich ganz, ganz schnell. Ja, und wegen Katzen, da habe ich gerade mit jemandem jetzt gerade geschrieben. Und da werden wir am Samstag mal nach Amorbach fahren und uns werden wir uns ein paar kleine Kätzchen angucken. Nichts die haben kleine. Nämlich, die haben ganz süße, auch ganz schwarze Kätzchen und gescheckte Kätzchen, aber ja gern ein schwarzes Kätzchen auch dabei. Das ist ja wichtig für meine Tochter, deshalb am Samstag Kätzchen anschauen. Yay. Werden wir dann machen. Das seht ihr dann am Montag. Genau. Alles klar. Guten Appetit. Guten. Alles klar. Ich mache mich jetzt auf zur Arbeit. Und was haben wir heute? Heute ist Mittwoch gewesen, auf Donnerstag. Oh, ich muss nur noch 2-mal arbeiten. Herrlich. Und dann ist Wochenende und dann noch eine Woche Spätdienst und dann ist Urlaub. Ja, Angie ist gerade schon im Hof und gießt die Blumen. Gehen wir jetzt gleich nochmal vorbei. Juh. Okay. Ist gut. Ich muss zur Arbeit. Ach, ehrlich? Ja. Kommst du wieder? Ja. Ja, das ist gut. Spätestens Freitag. Yay. Yay. Okay. Gut. So. Auf geht's. Bäm. Du gehst weiter, ja. Gieße. Gieße. Tschüss. Tschüss. Gieße. Gieße. So. Nein. Ich düse jetzt los. Motivation habe ich im Handschuhfach liegen. Keine Angst. Geht schon. Leute, ich habe es gerade mit Absicht so dunkel gemacht, damit man den schönen Himmel sieht. Wie geil ist das denn? So, und jetzt
mache ich mich da rein zum Arbeiten für die nächsten 8 Stunden. Und ihr könnt mich morgen wieder sehen. 18 Uhr. Dann wieder in hell. Bis denn.